Und hier sind wir zum zweiten Teil unseres Livestreams mit Colonization und mit Tuck the Authentic Colonization, mit unserer Community-Modifikation und mit dem Spiel des Monats August. Da spielen wir die Aufgabenstellung. Wir sind hier in Brasilien. Wir führen die Portugiesen und unsere Aufgabe ist es, hier 10 Städte zu gründen, 10 große Städte. Und in Brasilia eine ganz besonders große Stadt zu bauen und natürlich den Wettkampf, den Wettstreit gegen unsere europäischen Rivalen zu gewinnen, zum Beispiel hier gegen die Franzosen, die direkt in unserer Nachbarstadt, in unserer Nachbarschaft stehen. Und unsere Aufgabe ist selbstverständlich auch zu überleben. Zu überleben, dass unsere Nachbarn, die Tupi, hier sind sie, wenn die irgendwann zornig werden auf uns, und das wäre ihnen eigentlich nicht zu verdenken, so knapp und eng, wie wir hier mitten in ihrem Siedlungsraum liegen und siedeln, wenn die anfangen, auf uns zuzustürmen mit ihren Äxten und ihren Pfeilen und Blasrohren und ihrer Wut im Herzen oder was auch immer sie gegen uns in die Schlacht führen wollen, dann kann es sein, dass wir eventuell überrannt werden, wenn wir nicht höllisch aufpassen. Das ist hier die Ausgangslage. Allzu weit sind wir noch nicht gespielt. Wir haben jetzt Runde 8. Gerade am Anfang muss man immer viele knifflige strategische Entscheidungen treffen. Und die habe ich nicht alleine getroffen bislang, sondern zusammen mit euch, den Zuschauern im Chat auf Twitch.tv und zusammen mit meinem Co-Moderator Elwood. Hallo. Hallo Writing Bull. Wir sind wieder da. Wir sind alle jetzt wieder da mit unserem Quiz-Scout. So heißt diese Einheit hier. Quiz-Scout. Was für ein Zungenbrecher, hätte ich eigentlich umbenennen sollen. Sag, WB, sag mal dreimal hintereinander Quiz-Scout. Oh Gott, den muss ich umbenennen. Das ist ja, das kann ich nicht machen. Rate-Scout, Preis-Scout, Opfer. Opfer. Nenn ihn doch Freiwild. Bitte? Nenn ihn doch Freiwild. Freiwild. Opfer hat auch so einen unangenehmen Beiton. Ist vielleicht heutzutage nicht unbedingt angemessen. Ja, es gibt passendere Synonyme für Opfer. Wie wär's mit Held? Held! Also ist jetzt eines der bekanntesten Opfer-Synonyme. Ist auch sehr beliebt. Also findet man überall in der Geschichte. Ich glaube, ich belasse es jetzt mal bei Freiwild. Held ist zwar ein sehr, sehr netter Vorschlag, weil anscheinend habe ich hier, ich habe den Verdacht, ich spiele hier mit einem Pazifisten zusammen. Ich könnte mir vorstellen, das wird noch zu Spannungen zwischen uns kommen, weil ich bin ja eher der Typ, der gerne auch mal die lieben Nachbarn überfällt und denen die Nachbarschaft aufkündigt. Und du hast dich in der ersten Folge unseres Livestreams, Elwood, schon als Bilder geoutet. Und jetzt noch diese kulturkritische Besserwisserei, dieses Gemeckere über die Helden der Geschichte, die großen Generäle, das gefällt mir irgendwie nicht so richtig. Ich bekomme Zuspruch im Chat. Ich fühle mich sehr bestätigt. Aber lass uns mal schauen, wie es denn hier weitergeht. Soll er nach Brasilia ziehen? Da kann er gleich mal gucken, ob die Stelle frei ist. Ich glaube, es wäre ganz klug, wenn die Zuschauer im Chat, die dich gerade unterstützt haben, sich auch schon mal umbenennen in Opfer. So, weil ich sicher jetzt mir irgendwas Böses einfallen lassen werde. Also ich belasse es mal erstmal hier bei Freiwild. Was hattest du gerade gesagt? Richtung Brasilien? Ach nein, wir müssen ja erst unsere Quiz-Aufgabe einsammeln. Das war die Aufgabe, die wir gegen Ende der ersten Stunde gestellt hatten. Wir haben euch gefragt, wie lange wird er überleben? Wie lange wird Herr Freiwild überleben, dieser freie Kolonist, den wir als Speer hier durchs Land schicken, bis zu welcher Runde? Und derjenige von euch im Chat, der am nächsten kommt, der darf sich einen Preis auch suchen von denen, die wir hier vorliegen haben. Und die Ergebnisse müssten jetzt vorliegen. Ich ziehe jetzt mal einen Schlussstrich, wie beim Roulette. Der Croupier, behaupte ich jetzt mal, rien ne va plus. Und ich glaube, Elwood, im Chat ist unser Kollege Macross unterwegs und hat alle Resultate eingesammelt. Das hoffe ich auch. Er ist noch unterwegs im Chat. Er hat sich schon gemeldet jetzt wieder, seit wir wieder streamen. Ich bin gespannt. Ich sag Bescheid, wenn er sich wieder meldet. So, dann können wir weitermachen. Also, wohin hier mit Freiwild? Du meinst Richtung Brasilia mit dem? Ja, lass uns doch schauen, ob das frei ist oder ob da gleich auch wieder Indianer in die Ecke sind von den Tupi, irgendwelche Einflüsse. Also die dieses, am Siedeln hindern. Dieses kleine Indianerzelt hier auf der Bergspitze gelegen, sollen wir mal da
Das zeigt eigentlich auch wieder die Tupi, unglaublich. Man sieht es in der Textbeschreibung. Komisch, dass sie ihre Zelte auf Bergspitzen bauen. Sehr, sehr seltsam. Atmosphärisch etwas befremdlich. So, eine Runde weiter. Hier sind wir angelangt. Das Zelt scheint sogar unterkellert. Das ist beeindruckend, wie das auf dem Berg hält. Das wundert mich auch. Müssten sehr, sehr gute Zeltpflöcke gewesen sein damals. Und wir können verkaufen. Wir können Silber verkaufen und Eisenerz. Bringt uns nicht allzu viel, aber immerhin haben wir jetzt 391 Gold wieder in der Kasse, nachdem uns zuletzt unser König einiges abgeknöpft hatte. Und wir haben hier diesen Siedler, diesen mitreißenden Prediger und den routinierten Späher. Die nehmen wir sicher beide an Bord. Die Frage ist, Elwood, wie geben wir die 391 Gold aus? Und Zusatzfrage, sollen wir diesen hier, diese Schatzeinheit, die wir hier haben, sollen wir die auch schon mal versilbern? Ich zeige euch mal, wie viel das uns bringen würde, wenn wir den verkaufen würden, den Schatz. Der König von Portugal wäre bereit, den für uns abzutransportieren. Das wird also quasi unsichtbar im Hintergrund passieren. Würde uns allerdings nur die Hälfte des Wertes dieses Schatzes überlassen, 282 Gold. Wir könnten den Schatz auch selber transportieren. Das ginge aber nur, wenn wir über eine Galeone verfügen würden. Das ist ein relativ teures Schiff, das wir auch noch nicht selber bauen können. Rein theoretisch hätten wir jetzt die Möglichkeit, unseren Schatz erstmal in aller Ruhe weiterhin dort stehen zu lassen in dem Dorf und erstmal nicht zu versilbern und für eine Galeone zu sparen und dann diesen Schatz und eventuell auch die weiteren, die wir noch einsammeln werden, auf der Karte dann gesammelt abzutransportieren. Das wäre sozusagen die Variante für die Geizhälse, für die neiderfüllten Menschen, die ihrem König nicht das Schwarze unter dem Fingernagel gönnen und natürlich auch nicht die eigenen Schätze. Die andere Alternative wäre, den Schatz jetzt schon zu verkaufen nach dem Motto, der Spatz in der Hand ist besser als die Taube auf dem Dach. Und mit diesen 282 Gold in dieser frühen Spielphase irgendeinen schönen kleinen kurzfristigen strategisch-taktischen Vorteil uns zu erkaufen. Was meinst du, Elwood? Tja, der Vorteil dürfte im Wortsinne sehr klein sein, weil wenn ich das überschlage, kommen wir auf, Kopfrechnen war schon immer meine Stärke, 670 Gold, die wir dann insgesamt haben. Und dafür dürften wir kaum was kriegen. Wir dürften eine Artilleriegarnison bekommen, die als Stadtverteidigung taugt. Aber sonst kaum was anderes. Wir haben aber auch nur zwei Plätze auf dem Schiff. Der Späher kommt auf jeden Fall mit. Müsste der Herr Pfarrer warten. Wir könnten höchstens ein bisschen auf Nummer sicher gehen und den Prediger Nein, wir können uns noch nicht mal leisten, den zum Pionier zu machen. Also den Ausrüstung für einen Pionier zu kaufen. Erst recht nicht den zu bewaffnen. Für all das noch, na, vielleicht. Wie teuer wäre es denn, 50 Eisenbahnen zu kaufen und dann vielleicht einen ersten Pionier in Gang zu setzen, der Geländefelder bauen kann? Das würde uns kosten 50 mal 50, 250 Gold. Oder was habe ich gerade für. Entschuldigt, das war natürlich blöder Unfug. 8 mal 50, 400 Gold. Die wollen wir uns natürlich schon gönnen können. Also du, aber naja, andererseits wollen wir das jetzt tatsächlich, dieses Geld verplempern, verjubeln, verjuxen, um hier beispielsweise eine Silbermine zu bauen. Eine Mine könnten wir hier bauen. Damit könnten wir, um mal laut nachzudenken, hier den Silberertrag von einem Silber verdoppeln auf zwei Silber. Wenn wir demnächst hier in Taubaté, diesem Tupidorf hier, eine Einheit in einen erfahrenen Silberschürfer umwandeln, dann könnten wir hier mit der Geländemodernisierung Mine sogar vier Silber pro Runde fördern. Nein, es sind noch mehr, Elwood, oder? Die Silbermine bringt, glaube ich, drei Silbererträge. Weißt du das auswendig? Ich glaube, nee, so viel bringt die gar nicht. Also ich denke, wenn selbst mit einem erfahrenen Silberschürfer bekommt man aus einem normalen Berg nie mehr als vier Silber. Das würde bedeuten, mit einem nicht normal erfahrenen nur zwei. Das ist erst die Bonusressource, die richtig was bringt. Ja, nur plus eins. Mehr ist nicht drin. Dann lohnt sich das. Da macht es dann die Masse. Das braucht ein bisschen Zeit, bis das anläuft. Also du plädierst für, den lassen wir ja erstmal stehen. Wir gönnen unserem König nichts und sparen erstmal. Ich sag mal so, wenn du gerne etwas pokerst, könntest du den Späher bei Brasilia mal in Richtung des Dorfes ziehen, was dieses beeindruckende Kellerzelt da auf dem Berg gepflanzt hat. Ja. Wenn wir diesen
Dieses Dorf sollten wir, denke ich, dann in einer oder zwei Runden erreichen. Vielleicht spendiert uns der dortige Häuptling noch etwas Bares. Manchmal sind die ja recht freizügig. Und vielleicht reicht es dann doch, den Pfarrer etwas unter Waffen zu setzen. Ich weiß nicht, so, ich glaube, so viel fehlten uns dann auch nicht. Wenn wir also noch ein Hunderter oder... Unter Waffen, das würde wäre aber der doch einiges. 18 Gold kostet eine Schusswaffe. 50 bräuchten wir. Und 50 mal 18, das sind ja immerhin 900 Gold. Das wäre eine ganze Menge. 400 haben wir im Augenblick. Nur unsicher. Ach, könnte sein. Entschuldige, ja, es sind 18. Ich sehe es etwas krümelig bei mir hier im Stream. Nee, das stimmt. Das ist ein bisschen fett. Das werden wir kaum hinkriegen. Also mein Vorschlag wäre, wir packen einfach beide an Bord jetzt und bringen die schon mal rüber. Denn dieser routinierte Speer, den wir hier haben, der verliert mit jeder Runde quasi an Wert, den wir da stehen haben. Weil der ist ja gerade in der frühen Spielphase besonders attraktiv, wenn die Konkurrenz noch nicht die Dörfer, die Indianerdörfer abgegrast und die Geschenke eingesammelt hat und noch nicht die antiken Ruinen und Grabstätten aufgedeckt hat. Den sollten wir schnell rüberbringen. Und auch dieser mitreißende Prediger, da ist er gerade zu Beginn eigentlich... Nee, jetzt ist er noch nicht Gold wert, weil wir haben noch keine Kirche gebaut. Aber vor allem der Speer, der ist doch richtig wichtig. Also mein Vorschlag wäre, wir packen die beiden an Bord und schicken die rüber. Machen wir. Consider como feito. Eine Runde weiter. Nochmal. Marcos meldet übrigens gerade im Chat, dass er alles notiert hat. Bear Navablu ist angekommen. Ich bin gespannt, wie lange der Gute hier noch durch die Lande zieht. Sehr schön. Danke dir, Marcos. Und der Schatz setzt hier nochmal eine Runde aus in Sao Paulo. Und wir sehen auch, dass unser Scout sich allmählich hier diesem Dorf nähert und es aufgedeckt hat. Jatai. Oder wie immer es heißt, ich spreche kein Tupi. Ich weiß noch nicht mal, wie die Sprache der Tupi heißt, ob sie tatsächlich Tupi heißt. Aber ich glaube, bald heißt die Sprache der Tupi sowieso Portugiesisch, wenn unsere Missionare es überall gewirkt und gewaltet haben und denen die das Portugiesisch beigebracht haben. Als Amtssprache im neuen Staat Brasilien, den es irgendwann doch hoffentlich geben wird. Herr Freiwild zieht rüber in das Dorf. Der Schatz setzt nochmal eine Runde aus. Hier kommt unsere Karavelle an. Die Frage ist, wohin ziehen wir den Speer? Ich glaube, den sollten wir im Süden hier irgendwo absetzen, denke ich mal. Vielleicht kann der hier in dieses Indianerdorf gehen. Das mache ich mal. Ich ziehe mal mit der Karavelle. Ne, hierhin ziehe ich mit der Karavelle. Auf Sao Vicente zu und setze dann aber den Speer schon mal an Land. Hier ist er. Der geht schon mal an Land, dann kann er in der nächsten Runde weiterziehen und auch den mitreißenden Prediger, den setze ich auch schon mal nach Sao Paulo rein. Eine Runde weiter. Weißt du, was ich sehr witzig fände, Elwood? Wenn vielleicht in Runde 20, in dem Augenblick, wo der Krieg wieder erklärt werden kann, ich glaube, das war die Runde 20, oder? Wenn dann beispielsweise die Tupi oder die Franzosen uns angreifen, uns massakrieren und dieser allererste Livestream mit Colonization ein sehr, sehr frühes Ende finden würde. Ich glaube, dann würden wir... Das wäre in der Tat für diesen Fall, soll ich mal parallel unauffällig nach etwas Fahrstuhlmusik, die wir dann senden können. Also wir bräuchten ja oder ein Sendestörungsschild. Also auf jeden Fall würden... Wir brauchen Filmmaterial, darauf sind wir nicht vorbereitet. Also auf jeden Fall würden wir beide dann, glaube ich, als Let's Player und Streamer ewigen Ruhm bekommen. Das würde, glaube ich, uns im Colonization Forum bei civforum.de niemals vergessen werden, diese Leistung, die wir dann hingelegt hätten. Ich fürchte fast, es gäbe dann... Wir könnten es in diese Fail Compilation irgendwelche Plätze ergattern, die es auf YouTube noch und nöcher gibt. Also peinlicher ginge es nimmer. So, und die Karavelle ziehe ich an. Ach, weißt du, warte kurz, bevor du wieder hier irgendwelche Seestech und ich hier mit dem... Moment, eins, nicht zu spät. Zu spät, mein Lieber, ich bin schon wieder unterwegs. Ich habe so eine nervöse Maushand, die zuckt und zittert immer. Ich sah nur gerade, man hätte die Karavelle doch mal in das Tupi-Dorf ziehen können. Ich mache das immer ganz gerne, um mein Geld zu sichern auf der hohen Kante, wenn ich gerade es nicht ausgebe, dass ich den Tupi vielleicht etwas abgekauft hätte. Ich wette, die hätten zum Beispiel bereits Silber gehabt, was diese, Entschuldigung, depperten Ureinwohner in der Regel sehr billig rausschmeißen. Und so hätten wir unser Bargeld quasi in Silber verwandelt und später wieder zu Baren gemacht, bevor der wieder seine Schoßhündchen da mit Goldhalsbändern versorgen möchte.
Ich lese ja gerade von Problemen im Chat und muss sagen, ich habe die auch. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob mich die Welt oder ob du mich, Writing Bull, gerade hören kannst. Ich höre dich seit geraumer Zeit nicht mehr. Es ist mir ehrlich gesagt ein Rätsel, warum du warst auf einmal. Ich habe das Rätsel ausgelöst. Ich hatte gerade, ja, jetzt könnt ihr mich wieder hören. Pardon, ihr habt nicht gehört, ja, was ich... Ja, du bist da. Das ist wirklich schade. Das liegt einfach daran, ich muss mich entschuldigen, dass ich mir eben in der Pause einen Tee gekocht hat und weil ich euch jetzt gerade nicht ins Mikrofon schlürfen wollte, hatte ich das Mikrofon auf stumm gestellt und vergessen gehabt, es wieder zu entmuten. Peinlich. Wie schade, ich hatte euch gerade so eine nette Geschichte erzählt und die ist euch jetzt entgangen. Ich weiß nicht, was das letzte war, was ihr gehört hattet von mir. Ich vermute, es ging um diesen Prediger und meine Frage, was man mit dem machen könnte. Was war das letzte, was du von mir gehört hattest? Nein, das letzte war, dass ich noch schwadronierte, dass man doch das Silber ummünzen sollte, bevor der König wieder Halsbänder kaufen will für seine Hündchen. Das liegt ja viele Minuten schon zurück. Dann nur ganz, ganz kurz. Meine Güte. Ich habe dir begeistert zugestimmt, habe die Karavelle in das Tupidorf hingezogen und habe mich dann maßlos aufgeregt über diese Schatzeinheit der Portugiesen hier, der Franzosen hier, die direkt vor unserer Nase an uns vorbeizieht und die wir nicht angreifen können, weil wir noch innerhalb des 20-Runden-Korridors sind, zu Beginn einer Partie, in der wir keinen Krieg beginnen dürfen. Das war alles, was ich gesagt hatte. Und jetzt die Frage an euch, was machen wir mit dem mitreißenden Prediger hier? Wo setzen wir ihn ein? Wie blöd, dass wir hier keine Stadt, dass wir hier kein Gebäude bauen können. Zumindest nicht in angemessener Zeit und steht kein Holz zur Verfügung, mit dem wir hier unsere Zimmerleute anweisen könnten, möglichst schnell hier ein Gebäude hochzuziehen. Sag mal, Elwood, wie heißt nochmal dieser Typ, dieser befremdliche Typ, der diese Karte hier gebaut hatte im Spiel des Monats August? Ich weiß es nicht. Also ich glaube, er hatte sich irgendwie benannt. Der Gouverneur hieß, glaube ich, so, aber der Rest ist mir gerade entfallen. Ja. Also... Ah, okay, ich... Ich muss dem Kartenersteller noch mal kurz Feedback geben. Nur wirklich, Elwood, siehst du mich? Ja, ich sehe dich, denn ich bin gerade hier schlicht nicht angemeldet. Das heißt, ich werde nicht chatten. Ich kann aber notfalls quasi verbal reagieren. Weil im Chat gab es vor einiger Zeit auch Probleme, aber ich glaube, das hat sich wieder eingerenkt. Probleme welcher Art? Dass der Chat wohl auch gerade mal nicht angezeigt wurde für eine Weile. Das gibt's ja. Darauf haben wir keinen Einfluss. Das ist ein Problem, was gelegentlich zu Stoßzeiten auf dieser Webseite von Twitch TV passieren kann. Das geht ganz von alleine gleich wieder weg. Da heißt es nur ein bisschen geduldig sein. Das sind Probleme, wie sie freitagabends auftreten können, wenn da besonders viele Leute online sind. Da haben wir keinen Einfluss drauf, wird sich gleich von alleine ändern. So, der mitreisende Prediger ist da in São Vicente und ich denke, wir sollten tatsächlich möglichst bald anfangen, hier eine zweite Stadt im Landesinneren zu gründen, denn hier kommen wir auf keinen grünen Zweig. Und mein Vorschlag wäre... Wortwörtlich. Ja, mein Vorschlag wäre, dass wir dass wir mit diesem mitreisenden Prediger, mit dem losgehen und ihn auf die Reise schicken, dass wir ihn in die Wanderstiefel, die Wanderschuhe anziehen lassen und in einem Wanderstock in die Hand drücken und ihm sagen, immer eine Nase lang, immer Richtung Nordwesten, hier in diese Zone reinwandern und hier irgendwo eine Stadt gründen. Denn sonst kommen wir hier einfach nicht weiter. Wäre dir das recht, dass wir den hier hinziehen und dann weiter ins Landesinnere? Klingt ganz gut. Ich sehe bloß, das ist alles furchtbar hügelig. Wir werden dort nahrungstechnisch überhaupt keine Freude haben, aber was bleibt uns anders übrig? Der Franzose hat sogar anständigen Nadelwald für sein Holz. Da hinten gibt es nur Dschungel, der nicht so viel bringt. Aber was sollen wir machen? Was wir auch machen könnten, wir könnten hier in den Süden fahren mit der Karavelle und hier Porto Alegre gründen. Hier gibt es im Augenblick keine Indianerdörfer drumherum, zumindest nicht auf den aufgedeckten Feldern, aber auch hier gibt es anscheinend, das hier scheint ein Berg zu sein, das auch. Hier ist es auch nicht sonderlich fruchtbar in Porto Alegre und Bonusressourcen werden hier im Moment ebenfalls nicht angezeigt.
Also, aber die Nachbarfelder sind Nadelwald, der wirklich Holz bringt. Ernähren kann man sich notfalls aus dem Meer, besser als aus Hügeln. Mhm. Und eine Stadt sollten wir da sowieso gründen. Ja. Von daher finde ich das gar nicht schlecht. Andererseits würde ich ganz gut, also ganz gerne vier zumindest, muss ja nicht sofort sein, aber wir sollten schon im Auge behalten, dass wir hier diese neuen Felder, dass wir die bebauen. Denn ich möchte nicht, dass die Portugiesen da bauen. Das wäre auch blöd, weil dann ist uns ja jegliche Möglichkeit abgeschnitten, hier ins Landesinnere zu gehen. Oder wir machen das hier vielleicht. Schau mal hier. Nein, das geht auch nicht. Ich hatte gedacht, hier eventuell eine Stadt zu gründen. Belo Horizonte ist immer noch die Stadt, die uns hier angeboten wird. Etwas weiter im Norden, Brasilia. Das ist ganz schön eng hier, ne? Ganz schön dicht. Sieht den Fluss entlang, wird uns gerade angeboten im Chat. Gibt ja einige Flüsse. Wahrscheinlich sind die Flüsse nach Westen gemeint. Ich denke auch. Ich jetzt mal. Ja, ich denke auch. Ja, soll man das mal machen? Sonst lass doch einfach, um hier mal noch wieder ein bisschen voranzukommen, lass den Priester doch noch ein, zwei Runden dort. Dann hat unser neuer Scout auch diesen Westfluss mal noch ein bisschen aufgedeckt. Und dann wissen wir, ob sich das lohnt. Sonst stecken wir ihn in die Karavelle und können ihn immer noch nach Süden verschippern. Wird gemacht, Captain Elwood, gerne. Und der Späher spricht jetzt hier vor im Dorf und bekommt eine ganze Menge Gold, 117 Gold, und man kann dort ein routinierter Späher werden. Das ist natürlich interessant. Ach, und was antworten wir? Hab Dank für Speise und Trank und entschuldigt, dass ich gestern Abend so viel von eurem Maisbier getrunken habe, und glaubt mir bitte, dass ich über die Absichten unseres Volkes gegenüber dem eurigen nur gescherzt habe. Ja, jetzt ist das natürlich eine spannende Frage. Wir haben ja im Augenblick hier die Einheit freier Kolonisten im Beruf Späher und könnten jetzt hier diesen freien Kolonisten ausbilden lassen zu einem routinierten Späher. Dann kämen wir, würden wir beim weiteren Einsatz dieser Einheit, beim Erkunden der Karte, bessere Ergebnisse erzielen. Also beim Aufdecken von Grabstätten oder antiken Ruinen würde uns das Programm wertvollere Belohnungen zulosen. Und auch das, was man an Geschenken bekommt bei den Dörfern, auch da wird das Programm uns wertvollere Geschenke oder günstigere Ereignisse zulosen, wäre der Vorteil. Andererseits dauert das natürlich Zeit hier, die Ausbildung, und wer weiß, wie schnell die Konkurrenz unterwegs ist. Schwierige Frage. Ich persönlich würde sagen... Ich würde sagen, er zieht einfach weiter. Ich meine, es ist auch unser Quiz-Späher. Es wäre relativ langweilig, wenn der sich da jetzt irgendwo schulen lässt und seinem Schicksal zu entrinnen versucht. Okay, schon gemacht. Diese Begründung hat mich auf Anhieb überzeugt. Und nochmal eine Runde weiter. Was macht der denn da? Freiwild? Mitten in der Pampa. Achso, du meinst den Herrn hier, die Artilleriegarnison. Ja. Zieht ja so ein bisschen hin und her. Der weiß ja... Also ich schieb auch gerne Kanonen über Hügelfelder irgendwo im Hinterland, meine Güte. Ja, die KI weiß ja, dass in den ersten 20 Runden kein Krieg erklärt werden kann. Vielleicht weiß sie es und benutzt deshalb die Artilleriegarnison als Erkundungseinheit. Hier, in dem Tupidorf, können wir erfahrene Baumwollpflanzer ausbilden, bekommen sonst aber nichts. Nee, doch, wir bekommen, dass ein Stück von der Spielwelt aufgedeckt wird. Das ist das Geschenk, das wir dort erhalten. Jetzt haben wir gleich tatsächlich einen besseren Einblick hier in die Karte. Schaut euch das mal an. Oh ja, das sieht doch nett aus. Ich werde mal hier den entsprechenden Button einzeigen. So, jetzt müssten wir optimalen Blick haben. So, jetzt haben wir den. Also hier ist ganz, ganz viel freies Siedlungsgelände. Sehr positiv. Das heißt, ich weiß nicht mehr, wessen Idee war es. Ich glaube, deine hier Richtung Südwesten zu ziehen war eine gute. Aber wir sehen auch, um mich mal selber zu loben, dass meine Idee oder die im Chat geäußert worden ist, eigentlich genauso gut ist, hier in den Nordwesten zu ziehen, weil auch dahinter ist sehr viel frei. Die Tupidörfer sind anscheinend vornehmlich an der Küste. Und hier haben wir überall gute Möglichkeiten, hier Dörfer zu gründen, und schaut euch das hier mal an. Hier sind sehr wertvolle Bonusressourcen, hier sind Zuckerressourcen. Da können wir Plantagen bauen, da können wir Zucker gewinnen auf diesem Zuckerrohr und können dann daraus rumbrennen. Bringt uns alles gutes Geld im Europahafen ein. Die liegen noch dazu an einem Fluss, also die werfen noch eins mehr ab. Ja. Und also
wenn ich es richtig im Kopf habe, mit 2 Zuckerbonusressourcen am Fluss schwemmt man jede Destille. Also selbst wenn man die Endstufe, eine ausgebaute Fabrik hat, wird man immer noch Zucker überhaben. Das ist wirklich viel. Genau. Und hier unten ist auch noch eine Biber-Bonusressource, auch am Fluss gelegen, bringt auch noch weitere Erträge an Fellen. Das heißt, und auch der passende Wald dazu, hier können wir also auch noch Felle gewinnen und daraus dann Pelzwaren herstellen. Elwood, ich muss dich tadeln. Also was du eben über den Kartenersteller Mark Cross Negatives geäußert hast, wie du ihn getadelt hast, das war voreilig. Da hättest du dich ein bisschen bezähmen sollen. Wie gut, dass ich mich schützend vor Mark Cross gestellt habe. Ich kann es nur noch mal sagen, Elwood, bitte, bitte hüte ein bisschen deine Zunge im Zaum und beschimpfe nicht deine TAC-Kollegen. Du solltest dich bei Gringlock 36 bedanken. Das war der im Chat, der dir vor langer, langer Zeit mal einen Beruhigungstee herübergeschoben hat. Er scheint gewirkt zu haben. Ich habe keinen Tee bekommen. Ich glaube, das war der Beruhigungstee, den ich geschlurft habe. Und um euch das Schlurfen nicht zuzumuten, habe ich dann mein Mikrofon gemutet. Ich glaube, denn dieser Beruhigungstee, der war ein klein bisschen zu stark ausgefallen. Der hat mich sogar stumm gemacht. Ja, darf ich denn jetzt endlich den mitreißenden Prediger rausziehen aus der Stadt? Darf ich jetzt mit ihm eine Siedlung gründen? Wird mir das erlaubt? Und wohin darf ich die Siedlung wohin darf ich den ziehen und wo darf ich diese Siedlung errichten? Das ist eine Frage, die ich gerne beantwortet hätte. Was wünscht ihr euch an Siedlungsstandorten? Wo sollen wir die planen? Ich zeige euch das nochmal in der Vogelsicht, in der Vogelperspektive. Also hier. Viele, viele Möglichkeiten. Ich zeichne euch das mal ein, wenn ihr mag, wenn ihr mögt. Mal ganz kurz, sieht ein bisschen hässlich aus, könnte uns aber helfen, die Übersicht zu bewahren. Hier, schaut mal. Das hier, das ist ein Tupidorf und das sind die Kulturgrenzen drumherum. Hier, eins drunter, hier ist das andere Tupidorf. Da sollten wir also auch nicht siedeln. Dazwischen hier sind 9 Felder frei. Das hier, das ist unsere eigene Stadt, das sind die Franzosen. Und ansonsten, ja, hier können wir also Richtung Westen ziehen. Und auch hier sind... Tja, ich fürchte, der Chat hängt gerade wieder etwas, weil da gerade nicht so viel eintrifft. Eins westlich des östlichen Zuckers wird gerade angeboten als Siedlungsstandort. Eins westlich des östlichen Zuckers, das sollte hier sein. Finde ich eine gute Idee. Finde ich eine ganz gute Idee. Das sollte man sich auf jeden Fall schnappen und sichern. Aber ich glaube, wir sollten auch dazwischen eine Stadt gründen oder hier unten, denn wir müssen die Güter ja auch verschiffen. Wie wär's denn, wenn wir... sollten auch schauen, was das für ein Feld ist. Es ist ja noch schwarz. Ja. Es wäre gar nicht schlecht, wenn das ein Hügel ist. Die Stadt würde sich dann gut verteidigen lassen. Sieht nicht danach aus. Das scheint, ich gehe mal ganz nah ran gerade, scheint eben zu sein. Wie wär's denn, wenn wir auf diesem Feld, was der Chat vorgeschlagen hat, eine Stadt gründen und auf diesem hier, östlich von den Kartoffelressourcen, eine andere Siedlung, die... Dann hätten wir hier zwar eine Reihe von Hügeln, wirft nicht sehr viel Nahrung ab, aber die Stadt könnte über die Kartoffeln gut mit Nahrung versorgt werden, sodass die Stadt groß genug wäre. Und dann hätten wir hier eine Landverbindung hier rüber. Also dass wir hier, ich markiere das mal, ich markiere hier mal einen potenziellen Siedlungsstandort mit einem Pluszeichen. Und dann könnten wir hier noch eine zweite Stadt gründen. Das wäre eine Möglichkeit. Finde ich auch nicht schlecht, das könnte, also ich würde das als Zubringerstadt sehen. Also die kann mit der Kartoffelressource, ich sag mal, 1, 2, 3 Eisenminenarbeiter versorgen, die dann zum Beispiel nach Sao Paulo, was ja doch ein bisschen mehr Nahrung hat an der Küste, das Eisen liefert für eine erste Werkzeugindustrie. Finde ich sehr überzeugend. Wohin ziehen wir denn den mitreißenden Prediger? Welche der beiden Städte gründen wir als erste? Welchen Baugrund sollen wir uns unter den Nagel reißen? Ich würde sagen, der Reihe nach. Zuerst die und dann möglichst bald einen anderen hinterher schicken. Ist natürlich riskant, weil die können auch schnell eingenommen werden von den Tupi. Andererseits, wenn die uns jetzt angreifen, dann haben wir sowieso nichts zu melden. Das überleben wir nicht. Das ist richtig. Also ich ziehe jetzt auf jeden Fall mit dem mitreißenden Prediger hier schon mal rauf, einfach Richtung Westen. Und den Schatz, mit dem setze ich noch mal eine Runde aus. Die Karavelle kann jetzt handeln, das war ja dein Vorschlag hier in dem Tupi-Dorf.
Und ich bin gespannt, ob sie Silber haben. Ja, haben. 25 Silber könnten wir hier kaufen. Ich frage die Kollegen mal, was sie da gerne für hätten. Nur 128 Gold. Unfassbar. Silber kostet wie viel? 19. Eben. 19 Gold pro Stück. Unglaublich. Es wäre jetzt allerdings auch der ideale Zeitpunkt, da wir doch ein bisschen mehr auf der hohen Kante haben, sich mehr als großzügig zu zeigen, wenn du ihnen, boah, ich überschlag mal, sagen wir mal 260 oder so hinlegst, also mehr als doppelt so viel, dürften sie das honorieren und dich etwas mehr leiden können. Das sollte uns vielleicht, ich sag's mal salopp, den Arsch retten, weil noch sind sie verärgert und wir machen trotzdem noch einen ganz guten Profit mit dem Silber. Also im Augenblick haben wir einen leichten... Ja, sie sind immer noch verärgert, stimmt, genau. Naja, das ist eine gute Idee. Also wir schenken ihnen, wir machen einen Deal zu unseren Ungunsten und hoffen, dass dann dieser... dass da ein zusätzlicher Diplomatie-Bonus da oben erscheint. Übrigens, falls ihr euch fragt, da steht verärgert und trotzdem steht da was Grünes drunter und Grün ist doch eigentlich positiv. Mit verärgert sind wir in die Partie reingegangen, sind wir damit gestartet. Und diese grünen und roten Einträge, die da drunter stehen, die sind halt dann Veränderungen von diesem unsichtbaren Startwert, der da nicht eingetragen ist. Und in der Summe kommt dann dieses verärgert raus. Also, ich klicke jetzt mal auf schlagt ihr ein. Ich hasse Gefeilsche, also abgemacht. Der Häuptling der Tupi ist begeistert und du hast recht gehabt. Sie sind jetzt nicht mehr verärgert, sondern vorsichtig uns gegenüber, weil wir jetzt einen zusätzlichen Diplomatie-Bonus haben, der da heißt, unsere Handelsbeziehungen sind erfreulich, stellt der Chef. Frag doch gleich mal, was er von den Franzosen hält. Die sind ja schließlich Nachbarn. Wenn wir Glück haben, mag er die nach wie vor weniger. Was haltet ihr von Nicolas Durand de Vieux-Gagnon? Seid ihr ein Freund von ihm? Ich hoffe nicht. Er verärgert ihn gegenüber. Das ist gut. Dann haben wir da einen potenziellen Waffengefährten im Kampf gegen die Franzosen. Übrigens, wir hatten eben schon die Möglichkeit, einen Krieg zu eröffnen. Das heißt, wir sollten jetzt in Runde... Nein, wir sind noch in Runde 14. Das heißt... Warte, ist diese Phase doch nicht 20, sondern 10 Runden lang zu Beginn, wo man keinen Krieg eröffnen kann? Weißt du das auswendig? Nein. Da habe ich keine Ahnung. Ich weiß es im Augenblick auch nicht. Also, jetzt haben wir auf jeden Fall sehr viel an Eisenerz und Silber an Bord und fahren jetzt damit. Was hat er eigentlich noch angeboten? Ich hatte gar nicht geguckt. Meistens andere, haben sie noch Nahrung? Ja, wir könnten nochmal versuchen, ein bisschen Nahrung und Eisen war das. Wir könnten noch ein bisschen Eisen kaufen. Soll ich ihn mal fragen? 17 Eisen. Probier es doch. Wie gesagt, alles, was wir auf der hohen Kante haben, kann uns gerade der König nur klauen. Wir haben noch nicht mal einen, der das Gelände verbessert. Wir können wirklich gerade das Geld zu nichts benutzen. Also, er würde uns 17 Eisen, was uns im Europahafen 4 Gold pro Stück einbringen würde, möchte er uns verkaufen für 39 Gold, also für fast nichts. Auch da hätten wir jetzt die Möglichkeit, du meinst ja etwas mehr als das Doppelte sollten wir ihm anbieten, also statt 39 vielleicht 80 Gold. Ich glaube, wenn wir jetzt gerade schon mal einen Boni rausgeschlagen haben, können wir den nicht gleich nochmal kriegen. Das geht, also da muss wieder ein bisschen Zeit ins Land gehen, schon gar nicht für 17 mickriger Eisen. Die, denke ich, kannst du ruhig nehmen für die 39 und fertig ist. Ei, habe ich jetzt gemacht. Dann fahren wir jetzt mit der Porta Alegre zu den schraffierten Transferfeldern. Und der routinierte Späher, der war ja eben hier in diesem Dorf und hatte da schon ein Geschenk abgesahnt, nämlich die Karte. Den ziehen wir jetzt auch weiter. Ich mache nochmal kurz auf leere Karte, damit wir eventuell sehen, wo man hinziehen sollte. Hier, schau mal, hier, da ist eine antike Ruine, die kann er beispielsweise plündern. Ansonsten, interessanter fände ich eigentlich, die Dörfer abzuklappern. Der Tupi, aber hier ist erstmal weit und breit keins. Sollen wir das so machen, dass wir mit dem hier weiter Richtung Westen ziehen und mit dem anderen Speer mehr Richtung Norden? Klingt gut. So, dann ziehe ich jetzt mit dem hier hin. Und ja, das war jetzt diese Runde, eine Runde weiter. Und im Europahafen haben wir jetzt einen Schuldknecht dazu bekommen und auch einen Meister. Rancher, der steht hier. Und schaut mal, wer da hier mittlerweile steht. Ein weißer Staatsmann. Den können wir uns demnächst holen. Und ein erfahrener Holzfäller. Nicht schlecht. Saugut. Vor allem der weiße Staatsmann mit seiner weißen Perücke.
Der ist sonst eine wahnsinnig teure Einheit, für die wir sehr, sehr viel Gold ausgeben können, müssten. Und jetzt bekommen wir ihn wahrscheinlich gleich gratis quasi. Sehr erfreulich. Und mit dem mitreißenden Prediger ziehe ich weiter Richtung Westen. Der Schatz, der setzt auch nochmal eine Runde aus. Und mit Herrn Freiwild, dem freien Kolonisten, ziehe ich mal langsam Richtung Nordwesten, um mal die Karte aufzudecken. Jetzt hat allerdings die Bemerkung aus dem Chat ihre Berechtigung. Ich glaube, jetzt hat der Franzose seine zweite Stadt, und zwar dort, wo wir noch gründen sollen, im Norden seiner ersten. Ja, er da sah es gerade so aus. In Belo Horizonte. Da steht jetzt tatsächlich die zweite Stadt. Mhm. Ach, sogar genau drauf. Der nimmt uns ein bisschen die Arbeit ab. Das ist doch gar nicht so schlecht. Der gründet die Städte, die wir ihn dann später nur noch wegnehmen müssen. Ich hoffe, er soll gleich noch ein bisschen Bevölkerung anschaffen. Genau. Ich hoffe, er sagt nicht dasselbe über uns, dass wir die Städte gründen, die er uns später wegnehmen möchte. Das glaube ich nicht. Nein, der ist ja... Du glaubst an das Gute im Menschen, Elwood. Ja, das Gute im Menschen. Immer an das Gute in der KI. Ja, ich weiß nicht. Und nochmal eine Runde weiter. Jetzt sind wir im Europahafen angekommen. Verkaufen, was wir an Bord haben. Wir haben jetzt 800. 800 Gold. Ich wechsle erstmal wieder in die Spielwelt rüber. Und hier haben wir ihn. Hier haben wir ihn. Schaut mal, den ersten konvertierten Ureinwohner. Wir haben ja hier eine Mission in Taubaté, in diesem Tupi-Dorf. Jetzt hat diese Mission den ersten konvertierten Ureinwohner eingebracht. Jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder ziehen wir mit dem rein, hier nach São Vicente, und lassen ihn dort in den Minen schuften oder was auch immer. Klingt hässlich. Ist aber eigentlich ganz nett gemeint von mir. Oder wir lassen ihn da und wandeln ihn um in eine Einheit erfahrener Silberschürfer. Denn das ist ja das, was wir hier, was uns der Häuptling dieses Dorfes anbietet. Über dieses Menü hier bietet er uns an, den zu einem erfahrenen Silberschürfer zu machen, was ein paar Runden dauert. Dann haben wir eine tolle Experteneinheit, die sehr, sehr gut in diese Stadt reinpasst. Und ich denke, das sollten wir machen, Elwood. Ich würde ihn vielleicht erstmal in die Minen stecken, weil dort bringt er dir jetzt bereits jetzt zwei Silber statt nur einem an diesen Bergen, die eigentlich noch keine Minen haben, in die wir sie stecken. Das heißt, er wird die wohl aufklauben, die Silberbrocken, die so liegen. Denn am Kai steht ja noch der Schuldknecht, der ungleich nutzloser ist im Abbau von Ressourcen und anderen Sachen, sag ich mal, als der Ureinwohner. Und noch dazu kann der stiften gehen, wenn es ihm bei uns nicht gefällt. Und dann können wir den Schuldknecht dort zum Silberschürfer machen. Das wäre eine Möglichkeit, falls ich dich richtig verstanden habe, hast du allerdings einen kleinen Fehler gerade gesagt. Der konvertierte Ureinwohner produziert nicht plus 2, sondern plus 1 Silber lediglich. Das heißt, so viel würde er in der Stadt gar nicht... Ich meinte insgesamt, kriegen wir dann auf einem Berg 2 Silber, wo wir jetzt nur 1 haben. Du möchtest also lieber diesen hier, den Schuldknecht, ausbilden lassen. Können wir gerne so machen. Und hier ist er angekommen gleich. Wir haben eine Straßenverbindung. Hoppla hopp, fragt ihr euch vielleicht. Wie ist die entstanden? Haben wir die gebaut? Nein, aber unter einem Stadtfeld steht immer automatisch auch eine Straße. Und da hier zwei Siedlungen nebeneinander stehen, gibt es zwischen denen dann automatisch auch eine Straße. Und jetzt machen wir das, was Elwood schon angekündigt hatte. Wir lassen ihn hier Silber schaufeln. Im Chat wird angeregt, man könnte auch die Zuckerstadt gründen. Ist die Frage, ob man es jetzt schon macht. Vielleicht auch mit dem freien Kolonisten. Tja, eine gute Frage. Die erste Frage, die wir jetzt allerdings beantworten müssten, das wäre die, ob wir den Schatz jetzt hier verkaufen, jetzt endlich. Wir hatten ja gerade das Schiff im Europahafen anlegen lassen. 808 Gold haben wir jetzt in der Schatzkammer, und wenn wir den Schatz jetzt verkaufen würden, dann bekämen wir noch einmal 282 Gold dazu. Das heißt, wir hätten dann 1082. Die Frage, dann könnten wir beispielsweise einen kühnen Pionier kaufen. Der kostet, glaube ich, 1050 Gold. Genau, um mal die anderen Möglichkeiten kurz zu erwähnen. Wir könnten das Gold auch benutzen, um hier
die Einheiten, die auf dem Europahafenkai unten rechts stehen, diese Dreiergruppe, um da Einheiten daraus zu beschleunigen. Das ist ja der Pool, aus dem hier oben beim Überschreiten der Kreuzesgrenze immer, des Kreuzeslimits immer eine Einheit ausgelost wird. Und sowohl dieser erfahrene Holzfäller als auch der weise Staatsmann, die wären natürlich sehr, sehr attraktive Einheiten. Ich schätze mal, wenn wir die beiden beschleunigen würden, würde uns das etwa 200, na, 300 Gold kosten, ich weiß nicht, vielleicht 400, mehr nicht. Das wären Möglichkeiten. Wiederum eine andere Möglichkeit. Nein, die steht uns. Wir könnten die Einheit zu einem Soldaten machen, zu einer kolonialen Miliz. Hintergrund, falls das Gold dafür ausreicht, ich denke aber doch, ne, 1018... Es sollte reichen, mit 1000 reicht knapp müsste es klappen. Hintergrund, die KI, die künstliche Intelligenz, die andere Nationen führt, neigt dazu, Gegner, die militärisch sehr, sehr schwach dastehen, anzugreifen. Das heißt, wenn wir unsere Einheiten, unsere Städte militärisch ein bisschen aufleveln würden, dann nicht deshalb, um jetzt sofort schon einen Krieg unbedingt zu starten, sondern einfach deshalb, uns vor einer Kriegserklärung der Gegner ein bisschen zu schützen, wäre ein Gedankengang. Andererseits ist hier die Frage, ob eine einzige Kolonialmiliz, die wir jetzt hier kaufen würden, den Kohl fett machen würde. Sprich, ob die tatsächlich den entscheidenden Unterschied ausmacht, der dazu führt, dass uns die KI nicht angreift. Vielleicht denkt die sich die KI ja auch, bei diesen Leuten, bei den Portugiesen, da ist eh Hopfen und Malz verloren. Die sind so schwach, da können die, ob die jetzt einen Soldaten mehr oder weniger haben, die könnten wir auf jeden Fall. Schau doch einfach mal nach, wie unsere Stromrechnung gerade aussieht. Unser Power Graph oder unsere Machtgefälle. Ich weiß gar nicht mehr, wie sie es hier übersetzt haben. In Civilization 4 wurde das ja dann irgendwann zum Running Gag, weil da die Übersetzung so furchtbar war. Die Militärmacht habe ich hier eingestellt. Und das Erstaunliche ist hier, ich sehe nichts. Ich sehe deshalb nichts, weil anscheinend überhaupt gar keine Militäreinheiten bislang verfügbar sind. Also wir haben ja keine. Aber der Franzose sollte ja seinen Startböller, den haben wir ja schon getroffen auf den Hügeln. Ja, oder er hat vielleicht die Artillerie-Garnison verloren. Also wir haben tatsächlich keinerlei Militäreinheiten im Augenblick. Was nicht unganz, was durchaus riskant ist. Kommt auch jetzt noch die Frage nach der Artillerie auf. Das wäre natürlich, ich sag mal, das würde den zivilen Aufbau verzögern, aber man könnte, ich glaube, für 1000 Gold würde man es schaffen, zwei Artillerie-Garnisonen zu besorgen und hätte somit zwei Verteidigungseinheiten. Das würde uns die Stadt, denke ich, ganz gut retten, sollten plötzlich die Indianer ausfällig werden. Und dann könnten wir den Schatz erstmal unverkauft lassen und weiter horten. 750 Gold, schätze ich, kosten zwei Artillerie-Garnisonen. 808 haben wir auf der roten Kante. Ich halte das für eine gute Idee, weil das ist eigentlich das, was wir Modder Elwood auch immer den Usern predigen, die sich im Forum beschweren und sagen, Mensch, was habt ihr denn da für eine Mod zusammengezimmert? Ich habe nach 10, 20 Runden meine erste Stadt verloren. Das kann doch nicht passieren, dass die Indianer so früh angreifen. Dann sagen wir denen immer, hört mal, ihr Lieben, vielleicht ein bisschen defensiver spielen, vielleicht rechtzeitig ein paar Truppen hinstellen. Und vielleicht sollten wir, Elwood, diesen Anfängerfehler vermeiden. Und dann nicht am Ende doch im Fail-Video landen. Ist nicht schlecht. Also, wir bekommen auch Zustimmung im Chat. Andere meinen aber, den Staatsmann nicht zu vernachlässigen, weil wir doch Gründerväter möchten, die der Franzose nicht bekommen sollte. Also ich habe jetzt eine Artillerie-Garnison gekauft. 458 Gold haben wir noch. Damit könnten wir jetzt einen weisen Staatsmann beschleunigen. Wenn wir den Schatz verkaufen würden in unserer Stadt, dann hätten wir auch genug Gold für die zweite Artillerie-Garnison. Aber, wir haben gar nicht genug Schiffe, um die zu transportieren. Das heißt, wir hätten vielleicht, können wir jetzt natürlich rückblickend nicht mehr ändern, vielleicht auch das Geld investieren können, um ein zweites Schiff zu kaufen. Das kostet 100 Gold. Wie auch immer. Aber haben wir nicht in der Stadt noch die Waffen liegen unseres ersten Kolonialmiliz-Angehörigen? Ja. Die müssten, soweit ich mich richtig erinnere, doch die Bürger automatisch aufgreifen, ja, sobald Gefahr droht. Das heißt, wenn wir die eine Artillerie-Garnison mit hinschippern, haben wir eigentlich zwei Verteidiger da, ja, unser Ziel erreicht und können noch
den Staatsmann für gleich oder den Schuldknecht für die Ausbildung mitnehmen. Ich glaube, dann würde ich eher den Staatsmann mitnehmen, obwohl, das ist natürlich auch so, wenn man den Staatsmann jetzt hier einsetzt im Ruf des Staatsmannes, dann dehnt er ja die Kulturgrenzen aus. Das ist ein Nebeneffekt. Der produziert nicht nur die Freiheitsglocken, die wir brauchen für die Gründerväter, sondern der dehnt auch das Kulturgebiet aus und damit werden wir überlappende Kulturgebiete haben. Hier mit diesem Tupidorf und noch mehr mit diesem Tupidorf. Damals jetzt schon, das wird dann noch stärker sein und dadurch werden unsere Diplomatie-Mali, die wir sehr bald schon haben werden gegenüber den Tupi, da wird dann eine rote Schrift aufleuchten, ihr akzeptiert unsere Kulturgrenzen nicht. Damit werden diese Diplomatie-Mali noch steigen und damit auch die Wahrscheinlichkeit, dass uns die Tupi angreifen. Ihr seht, Colonization ist ein verdammt komplexes Spiel und es gibt vieles, was man berücksichtigen und bedenken muss. Ich würde sagen, lass es uns kurz machen, nimm den Schuldknecht erstmal mit. Der wird zum erfahrenen Silberschürfer. Das bringt eine Menge Kohle und mit einer Menge Kohle hat man sowieso immer eine Menge Optionen mehr als jetzt wir mit unseren bisschen paar Goldstücken hier auf der hohen Kante. Ja, trotzdem sollten wir aber die 460, die wir haben, 458 ausgeben. Weil die klaut uns der König vielleicht noch für den Pionier? Na, dass wir ihn zum Pionier machen? Der Pionier jetzt nicht. Achso, dass wir den Schuldknecht zum Pionier machen? Genau. Das könnten wir machen. Was möchtest du denn im Augenblick mit den 50 Eisenwaren anschaffen, bewirken? Nur, dass der König nicht an unsere Kohle kommt. Dann wäre eher mein Vorschlag, auf der hohen Kante. Dann wäre eher mein Vorschlag, noch eine Artillerie-Garnison zu kaufen. Ich glaube, die KI, die können wir dann ja später abholen. Und ich glaube, die KI rechnet die auch mit, wenn es darum geht, einzuschätzen, wie mächtig eine Nation ist. Also auch die im Europahafen stehen und noch gar nicht rübergeschafft worden sind, werden dann, glaube ich, mitgezählt. Das stimmt, das ist richtig. Ja, das macht das. Ist gekauft. Und den Schuldknecht, den bringen wir rüber, um den zum Silberschürfer auszubilden. Und die Schatzeinheit setzt mal wieder eine Runde aus. Nochmal eine Runde weiter. Schatzeinheit darf noch mal eine Runde aussetzen. Und Herr Freiwild ist weiter unterwegs im hohen Norden. Ich ziehe mal einfach, falls euch die Richtung nicht gefällt, falls ihr ihn gerne woanders hin... Oh, wunderbar. Da habe ich doch zufälligerweise alles richtig gemacht. Schaut mal, wir haben jetzt antike Ruinen direkt im Sichtfeld. Können wir in der nächsten Runde aufdecken. Sehr, sehr schön. Ja, jetzt müssen wir eine Entscheidung treffen, die wir bislang vertagt haben, dieser mitreißende Prediger. Wo sollen wir mit ihm die Stadt gründen? Sollen wir hier die Stadt gründen? Also, oder hier, auf diesem schwarzen Feld? Auf beiden haben wir das ja vor. Wenn wir das machen, die Frage ist, in welcher Reihenfolge wir das vorhaben. Mein Vorschlag wäre, das an Ort und Stelle zu machen, damit uns nicht die Franzosen eventuell unglaublich auf die Palme bringen, indem die da selber eine Stadt gründen. Finde ich vernünftig, zumal je näher, desto eher kann man es am Ende noch verteidigen. Und selbst, ich sag mal, die Ressourcen, die dort generiert werden, je weiter die von der Stadt weg sind, wir haben nach wie vor nicht einen Planwagen, wir kriegen da eh noch nichts raus. Das bringt noch nicht so viel, allzu weit entfernt zu gründen gerade. Ist gegründet die Stadt. Tauft sich Salvador dabei hier, so darf die natürlich nicht heißen, weil eine der Städte, die wir noch gründen werden, die wird ja so heißen. Das heißt, wir haben eine Möglichkeit, jetzt der Stadt einen hübschen anderen Namen zu geben. Hier oben, da soll, glaube ich, Salvador de Bahia gegründet werden, hier. Also die Stadt heißt, muss anders heißen. Vielleicht habt ihr ja gute Vorschläge. Zum Beispiel Kartoffelacker wäre eine Möglichkeit. Oder Hochlebe Macross oder vielleicht auch andere Vorschläge, die ihr habt. Hier können wir jetzt erstmal mit dem routinierten Speer diese antiken Ruinen aufdecken. Bekommen dafür 316 Gold. Sehr, sehr schön. Ziehen ihn mit ihm weiter hoch zu dem Fluss dort.
Ich habe übrigens als Bauprojekt hier in der Stadt, die immer noch nicht umgenannt worden ist, erstmal eingestellt das Gemeindehaus. Es gibt einfach auch keine anderen sinnvollen Optionen zu diesem frühen Zeitpunkt. Und der mitreißende Prediger wird hier im Augenblick als Nahrungslieferant eingesetzt im Beruf des Bauern. Vielleicht wird es aber eher Sinn machen, den Holz fällen zu lassen. Übrigens, so viel Holz ist ja gar nicht, ne? Nur ein Wald. Denn dann können wir demnächst, sobald hier ein bisschen Holz im Lager ist, ihn dann hier in der Zimmerei einsetzen und anfangen, die ersten Gebäude bauen zu lassen. Ihn oder wen auch immer. Keine Vorschläge für einen hübschen Namen? Bisher soweit nicht. Mal gucken, was noch kommt. Also ich weiß, was jetzt noch kommt. Jetzt kommt Kartoffelacker. Ach, ich mach's noch anders. Ach, wir spielen die Portugiesen, genau. Ich fürchte nur, es gibt kein Leo für Portugiesisch. Sonst könnte man schauen, was die Kartoffel dort heißt. Ich denke, das sind ja die Pommes von Portugal, die hier fabriziert werden. Und nach ihnen, nach diesem berühmten Produkt dieses Dörfchens, ist natürlich auch die gesamte Siedlung benannt. Das wäre so meine Idee. Nochmal eine Runde weiter. Nochmal ein Achievement-Fenster. Und ein weiteres Zufallsevent. Euer König sieht mit Wohlgefallen die Gründung der zweiten Kolonie in der neuen Welt und bietet seine Unterstützung an. Und wir haben zwei Möglichkeiten zur Auswahl. Die erste: Wir danken Euer Hoheit und nehmen die wohlfeile Hilfe gerne an, wenn wir demütigst einen Wunsch äußern dürften. Rohstoffe für den Aufbau unserer Kolonie kämen uns sehr gelegen. Und passend dazu, dass wir jetzt quasi unserem König für dieses großzügige Angebot schon mal zuprosten, höre ich, wie Elwood sich einen Tee einschenkt oder ein anderes oder ein alkoholisches Getränk. Ich weiß nicht, vielleicht braucht er auch ein geistiges Getränk, um seine Sinne zu stimulieren. Das ist die eine Möglichkeit hier und da würden wir dann bekommen plus 20 Stoffe, plus 20 Eisenwaren, plus 20 Pferde. Damit könnten wir einen Planwagen bauen. Und das ist die andere Möglichkeit. Majestät, wichtiger noch als der Aufbau unserer Kolonie ist Ihr Schutz vor den Gefahren der Wildnis. Bestien und Eingeborene lauern uns aller Orten auf. Und da ist die Möglichkeit halt, 20 Schusswaffen zu bekommen. Euer König bietet euch Schusswaffen an, mit denen ihr die Kolonie verteidigen könnt. Eine der beiden Optionen müssten wir wählen und mein Vorschlag, lieber Chat, lieber Mitmoderator Elwood, wäre die erste Option, denn einen Planwagen, den brauchen wir ja jetzt auch. Sehe ich ganz genauso. Ich muss auch ehrlich sagen, wie gesagt, ich bin persönlich Bilder. Ich habe die zweite, glaube ich, noch nie genommen. Sie ist vom Geldwert, glaube ich, ausbalanciert ungefähr, aber diese 20 Waffen nützen einem schlicht nichts, solange man die nicht ergänzt durch die fehlenden 30, sind es ja in der Regel. Von daher, ich fand die erste Option eigentlich immer ad hoc verlockender, gerade weil der frühe Planwagen echt wichtig ist, um im Binnenland irgendwie zu Potte zu kommen. Das haben viele Leute bei uns im Forum schon gesagt. Dann wird dann die Frage geäußert, um Himmels Willen, wie habt ihr das balanciert? Welcher Depp, welcher Blödmann nimmt überhaupt diese zweite Option? In der Regel bin ich dann derjenige, der darauf antwortet und schreibt, ich zum Beispiel, weil in meinen Spielen mache ich das meistens. Aber müssen wir jetzt gar nicht endlos diskutieren. Ich klicke mal einfach auf die erste Option, ich habe sie selber vorgeschlagen. Aha, eine Quest. Gouverneur aus der alten Welt dringt eine erstaunliche Kunde. Beim Krönungsfest des deutschen Kaisers zechten die Herrscher Europas gemeinsam beim Bankett. Vielleicht könntest du, Elwood, wieder passend dazu ein wenig geistige Getränke dir einschütten. Der Rebensaft floss, man prahlte und neckte einander, ein Wort gab das andere und schließlich wurde eine Wette geschlossen. Der Majestät, der es als erster gelingt, viele neue Städte im Landesinneren der neuen Welt zu gründen, der müssen die anderen Hoheiten den blanken Arsch küssen. Unser eigener König hat uns reichen Lohn versprochen, wenn wir ihm zum Wettsieg verhelfen. Das ist unsere Quest. Also, unser Job ist es, die Nation, die als erste 5 Siedlungen im Landesinneren gründen wird, ohne Zugang zum Ozean und ein Binnenmeer, für die gilt der Satz, der frühe Vogel fängt den Wurm. Und dann bekommen wir eine Belohnung, welche immer sie auch sein wird. Da bin ich mal gespannt.
So, der Schatz setzt. Unsere lieben Zuschauer waren mittlerweile fleißig im Chat. Es gibt Vorschläge, die Pommes von Portugal, was doch etwas prollig, um beim P zu bleiben, klingt, meiner Meinung nach, könnte man umnennen in Batata. Das bedeutet, laut Google, sagt Wallerhahn, Kartoffel. Cidade de Batata wäre diese eine Möglichkeit. Es gibt auch noch den Vorschlag Ciudata? Vaya con Dios. Also ich würde sagen mit Gott, das würde vielleicht zum Pfarrer passen. Also Cidade mit C de Batata für die Kartoffeln oder Vaya con Dios. Bin nicht sicher, ob ich das richtig verstanden habe. Vaya Batata? Wäre das ein angemessener Kompromiss? Nicht schlecht. Ich weiß nicht mal, was Vaya heißt, aber klingt gut. Was auch immer es bedeutet. Wahrscheinlich kommen gleich die Kulturkritiker ein zweites Mal. Schön, dass du auch da bist, Wallerhahn. Wallerhahn ist bislang immer der Co-Moderator gewesen bei unseren C5-Livestreams und der nächste Livestream in voraussichtlich ungefähr anderthalb Wochen. Da wird leider du nicht mehr mit am Mikrofon sitzen, Elwood. Du wirst erst bei der Colonization-Fortsetzung wieder dabei sein. Dann wird es wieder Wallerhahn sein und auch darauf freue ich mich schon. Obwohl du deine Aufgabe auch sehr gut machst, finde ich. Sehr gut. So, und mit. Das muss an den Getränken liegen. Das liegt an den geistigen Getränken, ja. Denke ich auch. Solange du nicht lallst, darfst du auch ruhig weiter saufen. Mit Freiwild ziehe ich jetzt mal rüber auf die antiken Ruinen. 65 Gold bekommen wir. Na, das muss ich mir, glaube ich, auch mal selber schön saufen. Und hier ist die Porta Legra an Bord mit der Artilleriegarnison und dem Schuldknecht. Und, ich glaube, unser Freiwilliger dort oben hat es gar nicht schlecht getroffen. Ich bilde mir ein, er könnte auch auf wütende Indianer treffen in derartigen Ruinen, die ihn flugs einen Kopf kürzer machen und dafür sorgen, dass der Preis unter das Volk kommt. Ja, das wäre eine Möglichkeit, stimmt. Und er muss zum Glück sich nicht vor Werwölfen fürchten, wie in anderen Modifikationen für Colonization. Da hat das hier schon wirklich wesentlich besser. Da bin ich auch heilfroh, dass wir mal endlich eine gescheite Mod spielen. So, Porta Legra. Wie machen wir das jetzt am geschicktesten? Wir segeln einmal durch, finde ich. Erstaunlich, fast schon Science Fiction. Das scheint so eine Art Luftschwebekarawelle zu sein, die tatsächlich durch das Land oder über das Land hinwegfliegen kann. Schaut mal, sie hat auf ihren Luftkissen hier das Ufer erklommen, ist in São Vicente angekommen, lädt hier den ersten Passagier ab. Unfassbar, ein Stück modernster Technik ist diese Karawelle und fährt jetzt auf ihren Luftkissen weiter hierhin, in das Dunkeldorf, über die Straße sogar, unglaublich, und liefert noch den zweiten Passagier ab. Wahnsinn, eine echte Science-Fiction-Mod hier. Sehr realistisch. Nicht ganz so unrealistisch wie diese Werwölfe-Modifikation. Und den Schuldknecht, der wird jetzt das machen, was Elwood vorgeschlagen hatte. Wir werden den Beruf des Erfahrenen, des Silberschürfers erlernen lassen und zu einem erfahrenen Silberschürfer machen lassen. Mal gucken, wie lange das dauert. Um kurz zur Ehrenrettung der Karawelle beizutragen, man muss sagen, dass Karawellen wirklich wenig Tiefgang hatten und auch die Portugiesen Meister der Segelung waren. Also gerade eben Portugal und das Schiff Karawelle sind, ich sag mal, historisch verbunden. Und es ist belegt, dass damit selbst Flussläufe recht weit ins Landesinnere noch besegelt wurden. Ich nehme an, heute würde das keiner mehr hinkriegen. Die Nachbauten liegen in der Regel recht tief im Wasser. Beeindruckend, was damals möglich war mit dem Schiffbau. Also was ich auch beeindruckend finde, das ist, dass du auch augenscheinlich deinen geistigen Getränken so sehr, so intensiv zusprichst, dass du tatsächlich der Meinung bist, es gäbe eine realistische, authentische Begründung für Karabellen, die über das Gelände fliegen. Und wir sehen doch alle den kleinen Fluss hinter Taubaté, der Tupi-Stadt, der wahrscheinlich völlig ausgereicht hat für die Karawelle. Kann sein. Jedenfalls bin ich froh, dass hier ein belesener Mensch mit co-moderiert, der nicht nur so dumme Witze reißt wie ich, sondern gelegentlich auch ein Stück Bildung einbringt. Nochmal eine Runde weiter. So, die Karawelle. Was nimmst du hier an Bord, Elwood? Wir nehmen Silber mit, denke ich. 25 Silber haben wir an Bord. Und du möchtest, glaube ich, dass das Eisen in der Stadt bleibt.
die 18 Eisenwaren, die wir dort haben. Ich denke, langfristig ist das schlauer. Dann folge ich hier mal deinem Rat und wir nehmen nur die, nur in Anführungszeichen, das Silber mit. 439 Gold auf der hohen Kante. Sollen wir im Tupidorf nochmal nachgucken oder sollen wir vielleicht ein anderes Tupidorf mal anfahren? Oder sollen wir schnellstmöglich in Europahafen fahren? Ich glaube, letzteres. Hier haben wir mittlerweile schon 3 Einheiten, die da auf dem Kai stehen. Die warten darauf, dass wir sie abholen, ne? Das mache ich jetzt mal. Mittlerweile erfahren wir durch den Chat auch, dass Vaja sinngemäß so viel heißt wie lebe mit. Das heißt, in deiner Stadt lebe mit Kartoffeln und das ist doch sehr passend. Das ist wirklich schön. Und hier ist parallel dazu wird eifrig nach wie vor geflucht. Der Chat muss nicht wirklich gut funktionieren. Es gibt immer wieder Leute, die sich beschweren. Manche Sachen wären nicht zu lesen. Das höre ich nicht gerne. Wie gesagt, wir haben darauf leider keinen Einfluss. Das ist leider gelegentlich auf der Twitch-Seite so, dass da bisweilen einmal die Seite klemmt. Das ist eigentlich ein schöner Anblick, schaut mal, den wir hier haben. Der Speer wird jetzt in der nächsten Runde hier diese Grabstätten aufdecken. Damit bekommen wir wieder eine neue Belohnung. Und da kann man sich doch richtig drauf freuen in den nächsten 2 bis 3 Minuten, in denen wir unsere nächste Pause einlegen. Die zweite Stunde ist vorbei. Eine dritte und letzte Stunde starten wir gleich. Und bis wir damit anfangen, legen wir jetzt eine klitzekleine Pause ein. In etwa 3 Minuten sind wir wieder da. Bis dahin. Moment. Im Chat wird noch darauf hingewiesen, dass wir doch einen schwerwiegenden, ich nenne es mal Design-Bug in der TAC-Mod noch nicht gefixt haben. Auf den Hinweis des arschküssenden Königs kommt, das möchte ich gerne sehen. Uns fehlt wahrscheinlich da einfach ein entsprechendes Bild, um das Achievement oder nein, den Quest würdig abschließen zu können. Vielleicht sollten wir unseren Grafiker nochmal reaktivieren. Das ist eigentlich eine ganz gute Idee. Dann würde ich den Grafiker, Funkman ist das, ne? Dann würde ich ein Bild von ihm machen mit heruntergelassener Hose. Und ein anderer Modder könnte ihn dem Popo küssen. Oder hattest du gerade einen ganz anderen Vorschlag machen wollen? Doch. Man sieht es ja am Titelmenü mit dem Schiff, das sich dort in den Wellen wiegt, wie die Fähigkeiten sind. Ich wette, er könnte es sogar perfekt ausleuchten bis zum letzten Schattenwurf, der auf den Knien hängenden Hose. Oder Beinkleider waren es ja damals. Mit diesem Gipfel der Geschmacklosigkeit haben wir wirklich einen guten Schlusspunkt erreicht, um wirklich definitiv diese zweite Stunde jetzt abschließen zu müssen, weil wir alle einmal kurz uns den Mund und die Augen und die Hände waschen gehen, um all diese bösen Gedanken wieder aus unserem Kopf und aus unserer Seele herauszuschwemmen, diese Hässlichkeiten. Also, in 3 Minuten sind wir wieder da.